bin Rolf Müller, Beauftragter für Innovation und Technologie der Handwerkskammer Koblenz und stellvertretender Personalratsvorsitzender. Die Ausgangssituation war, dass wir als Personalrat der Meinung waren, dass es bei Kollegen, die aus dem Dienst ausscheiden, immer wieder zu Wissensverlust kommt, insbesondere zu dem Erfahrungswissen, das implizite Wissen, das verloren geht. Das kann man nämlich schlecht dokumentieren. Und deswegen sind wir zur Geschäftsleitung gegangen und haben vorgeschlagen, mit Werkzeugen aus dem Wissensmanagement, der Wissensstaffette oder auch dem Expert Debriefing, diesen Verlust möglichst gering zu halten. Die Geschäftsleitung war von dieser Idee angetan und hat zugestimmt, das Ganze umzusetzen. Daher wurden mit dem ausscheidenden Kollegen, dem nachfolgenden Kollegen und den beiden Vorgesetzten Interviews geführt. Diese Ergebnisse des Interviews wurden in Mindmaps, in solchen Gedankenlandkarten oder auch Wissenslandkarten schriftlich dokumentiert und damit dieses Erfahrungswissen erhalten und für den Nachfolger aufbereitet. Beim letzten Interview von dreien war der Nachfolger dann auch dabei und konnte auch direkt mit auf die Fragen einwirken, die bei dem Interview gestellt wurden. Auch die Vorgesetzten hatten Möglichkeiten, beim Interview sich aktiv zu beteiligen und somit das Wissen gemeinsam herauszukitzeln. Alle Beteiligten, auch der Personalrat, sind sich einig, dass das Expert Debriefing oder auch sogenannte Wissensstaffette eine Methode ist, mit der man wunderbar Erfahrungswissen von ausscheidenden Kollegen erhalten kann, dokumentieren kann und an Nachfolger übergeben kann. Das ist aber nicht nur der Vorteil des Nachfolgers, dass er einen einfachen Übergang in seinen neuen Job hat, sondern auch der ausscheidende Kollege wird gewürdigt und er weiß genau, dass sein Erfahrungswissen auch in gewissen Bereichen entsprechend weitergegeben werden konnte und das Lebenswerk damit auch erhalten bleibt. Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt den Preis.